Ich muss kurz noch mal mich dehnen. Was ist das für ein Lied? Das ist eine kleine Stimmungsaufhellung. Also gegen das Lied habe ich was. Ja? Ja, das ist ein Scheißlied. Ja, aber du entscheidest ja gar nicht, weil das ist ja das Wesen dieses Moments, Klaas. Und jetzt erfüllen wir uns redaktionell gleich einen großen Traum. Also es kommt jetzt gleich eine Frau und ihr Begleiter. Und wir haben die gesehen bei TikTok und vor allen Dingen den Begleiter. Und wir sagen, so einen wie diesen Begleiter haben wir noch nie gesehen. Boah, ist ja eklig. Bäh. Der muss mal zu uns kommen. Und ich ekel mich vor sowas wie ihrem Begleiter sehr. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte die gerne im Fernsehen sehen, wie du die interviewst. Da dachte ich, bin ja beim Fernsehen. Ich kann hier sitzen und dann praktisch im Fernsehen sehen, wie du die Frau und den ekligen Begleiter interviewst. Aber wir wollen ist das ihr Freund? Oder wie? Nein, sag mal, nein, an Gottes Willen. Wir wollen sie kurz vorstellen. Das ist Chris Buckley und ihr Begleiter. Die Late Night Berlin Redaktion findet diese Frau gehört ins Fernsehen. Hallo, ich bin Chris und das ist meine Riesenschnecke Bubbles. Sie hat nichts weniger als die größten Schnecken, die man zufällig auf TikTok finden kann. Was ist denn hier los? Und trotzdem war sie weder bei Lanz. Das ist faszinierend, das mal so jetzt mal mitzuerleben. Noch bei Oprah. Oh, come on, please stand up. Tell us about that. Noch nicht mal auf dem roten Sofa von Das. Heute wird es lecker. Das kann nicht so bleiben. Heute muss sie ins Fernsehen. Hier ist sie endlich mit ihren großen, schleimigen Schnecken. Geht einfach mal in den Wald, holt euch ein paar Schnecken. Sie wird sie gleich zeigen, aber vorher muss sie noch verkabelt werden. Liebe Leute, tut mir einen Gefallen und küsst eure Schnecke nicht. Leckt eure Schnecke nicht ab. Begrüßen Sie Chris Buckley und ihre Schnecke Günther. Na? Nein, Günther ist er da drin. Der ist schon draußen, siehst du nicht? Ja. Ja, so. Und der hat ein bisschen Angst gehabt, aber er ist noch gut drauf. Er ist gut drauf. Was seid ihr denn für ein Duo? Pärchen? Sag ich mal. Also wir sind nicht zusammen. Das glaube ich, aber ja, bin ich ganz überrascht. Wie genau ist das mit dir und der Schnecke? Also wieso hast du Schnecken und was soll das alles? Ich habe irgendwann mal ein Foto gesehen im Internet und ich war schockverliebt und habe mir einfach Schnecken gekauft. Und jetzt bin ich Deutschlands größter Landschneckenverkäufer. Ich habe einen Online-Shop und verkaufe Schnecken. Verschiedene Arten, also nicht alle sind so groß. Ja. Ich habe auch ganz kleine, aber... Ja, die kenne ich aus dem Garten. So. Garten habe ich eine Art, ja. Ja, und also... So eine Schnecke, was macht sie den ganzen Tag? Also Schnecken für mich kommen rein und raus, machen hier so und sitzen im Salat. Und was ist sonst die Tagesplanung? Also so am Tag schläft er konstant durch. Er ist nachtaktiv, also er kommt nur nachts raus. Was macht er nachts? Natürlich paaren die sich, Schnicksel, Schnacksel, relativ oft. Das sind Zwitter, das heißt, jeder kann mit jedem. Die können die auch praktisch ganz alleine? Ja, ungern, machen die nicht so gern. Aber würde gehen? Je nach Art, aber können die im Zweifelsfall, ja, können die schon. So ging das mal los, ne? Mit dem ganzen Leben wahrscheinlich. Ne? Ja, die gibt es auch schon seit 600 Millionen Jahren. Also Oldtimer wirklich. Und wie alt wird so ein Günther? Der wird 7 Jahre ungefähr. Ah ja, okay, sag mal, hast du irgendwie eine Art persönliche Beziehung zu dem? Weil, also, ist er jetzt anders als, sag ich mal, eine andere Schnecke oder was?
Also denkst du so, er ist immer hier, er ist so ein Typ. Stimmt, was er hat er so ein Typ? Ja. Hat er einen Charakter oder ist irgendwas besonders an ihm? Also es gibt welche, die sind ein bisschen schüchterner als andere, aber so richtigen Charakter kann man nicht sagen. Also die sind kaum erforschte Tiere. Die werden jetzt erst interessant wegen der Forschung, weil es gibt Schnecken, die können ihren Kopf nachwachsen lassen zum Beispiel. Und, sorry, das habe ich laut gesagt. Ich habe nur gedacht, das tut mir leid. Das ist wie bei Man in Black. Es geht. Ja. Ja. Aber Vorsicht, nicht Günther beleidigen. Da ist er auch sensibel. Ja, er ist sensibel. Für Kritik sowieso. Ja, dann schießt er da raus, ne? Oder er geht rein. Genau. Und kommt nie wieder raus. Ja. Und natürlich Kosmetik. Forever Young. Ist natürlich, man kann sich auch die Schnecke direkt aufs Gesicht setzen. Und dann? Und dann sieht man gleich 20 Jahre jünger aus. Ah. Aber irgendwann muss man sie ja wieder abmachen. Ja. Oder? Ja. Also die meisten glauben ja auch nicht, dass ich 64 bin. Das ist halt alles Günthers Verdienst. Sozusagen. Sag mal, ich habe mal so eine Frage auf der Hüfte geschossen. So, ne? Wenn ich den so sehe, denke ich mir, wie hoch sollte die Luftfeuchtigkeit sein, damit sich die Achatina marginata ovum Nigeria so wohlfühlt? 90%. Ah ja, cool. Also die Schnecke immer feucht halten, Leute, das ist ganz wichtig. Ja, das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Haltet die Schnecke feucht. Und das ist noch wichtiger, als sie heiß zu machen. Also, weil die brauchen ja auch eine Temperatur. Mhm. Ja. Feuchtigkeit ist das A und O. So, welche Schneckenart muss auf jeden Fall eine Trockenruhe machen? Das muss man nicht. Lyceratina immaculata immaculata. Ja, ja, cool. Okay. Halbes Jahr übrigens, ziemlich lang. Was heißt das? Muss man die dann so abpumpen oder wie läuft das? Oder was soll man denn abpumpen? Oder föhnt man die? Oder was heißt Trockenruhe? So. Nee, die verdeckeln sich, die machen dann so einen Kalkdeckel drauf. Ja. Und also man muss ja wissen, die kommen aus Afrika und da wird es sehr heiß. Ja. Aber wie lange dauert das, bis die bei uns ist? Ja, ich züchte die ja. Ach so. Ich muss nur romantische Atmosphäre schaffen, dass die sich vermehren. Also, das ist meine Aufgabe. Das ist jetzt nicht so, dass die praktisch wie Zugvögel, dass die dann im Winter in den Süden. Das würde zu lang dauern. Ja. Möchtest du sie mal auf der Hand halten? Nö, gar nicht. Nö. Auch Klausi. Nö, muss gar nicht. Muss ich das jetzt machen? Doch einmal bitte, das gehört noch dazu. Auf die Hand. Das ist nur Erde, gell? Kein Kacker. Ja. Nicht fallen lassen. Wenn Günther stirbt, dann... Halt sie fest. Aber sieht aus wie E.T. Was kommt aus ihm raus? Es kommt nichts raus, das ist Erde. Erde. Okay. Und seine Fühler. Darf ich mal kurz rübergehen? Nein. Will ich wirklich nicht. Nein, ich bin da fies vor. Wirklich. Mach das. Ich will das nicht. Du machst das jetzt. Nee. Du hast mir das eingebrochen, jetzt machst du Entschuldigung, ich bringe ihn gleich zurück. So, einmal, komm. Mach die Hand auf. Er sieht aus wie ein Elefantenfuß. Nein, ich nehme nicht raus. Ich würde jetzt einmal so machen. Du machst jetzt die Hand auf. Nein. Wir sind im Fernsehen. Drucksituation. Ich mache nur einmal. Du machst das jetzt. Doch, du machst ich das kann jetzt. Das aber nicht. Doch, du machst mach die Hand jetzt es. Auf. Mach. Mach die oh, Hand nee, jetzt ich auf. Kann das wirklich nicht. Nein, du musst es machen. Der hat Haare da. Ist egal. Ich kann das nicht. Das kommt aus der Erde. Du machst das jetzt. Es geht nicht anders. Es ist kalt. Halt mal oben fest. Nein, will ich nicht. Nein. Halt mal hier fest. Nicht so doll. Aber nicht fallen lassen. Nein. Lass nicht fallen. Ich nehme sie wieder. Gerne weggehen. Ja. Sie sollen bitte weggehen. Das hast du gut gemacht. Tut mir leid. Ja, also irgendwie, also ey, ich bin ganz ehrlich, als ihr hier reingekommen seid, dachte ich, was sind das denn für Freaks, ne? Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich für euch zwei eine große Sympathie aufgebaut. Jetzt gerade hat mir das Spaß gemacht. Mit Günthers Hilfe hatte ich doch noch einen vergnüglichen Abend hier.